Kann, du zerstörst, desto mehr verdienst du. Darauf kannst du einen lassen. So, da haben wir mal 15 Rennscheine bekommen. Mmm, lecker. Erstmal hier schön Zähne putzen. So, hatten wir das auch erledigt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn? Wir haben ja hier diese neue Queste, Poltergeister. Das ist so ein DLC, was ich runtergeladen habe. Das könnten wir jetzt mal in Angriff nehmen oder wir machen die tödliche Lieferung. Aber ich glaube, wir machen mal Poltergeister, weil das würde mich jetzt schon mal interessieren. Würde der Brunnen in die Hände der Banditen fallen, wären wir alle verloren. Gute mit den Scorchers, das ist ja so eine extra Kampagne. Die habe ich runtergeladen und mein Mikro hat sich gerade von selbst ausgeschaltet, darum muss ich das jetzt gerade mal wieder anschalten. Ich habe keine Ahnung, was dieser Scheiß soll, warum sich das immerzu von selber abschaltet. Check ich einfach nicht. Der Akku ist noch voll, das passt alles. Ach, Mensch. Naja. Ich hoffe mal, das hat sich noch nicht allzu lange abgeschaltet. Werde ich ja dann am Ende sehen. Wenn ich denn das alles render. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal zu Hagar fahren. Das ist ja so ein DLC, was ich da runtergeladen habe. Es fallen Feltrit-Meteore vom Himmel. Versuch sie alle aufzusammeln, bevor die Zeit abläuft. Was? Ach du Scheiße. Dann sammelt die mal alle fein auf. 7 Stück an der Zahl. Sechs. Und den 7. holen wir uns auch noch. Yeah! Wir haben alle 7 Feltrite gesammelt. Das ist ja famos. Und jetzt geht's weiter zu Hagar. Ich hoffe, wir finden den. Die Banditen, um die kümmere ich mich jetzt mal nicht. Das machen wir auf dem Rückweg. Jetzt will ich erstmal gucken, was das für ein DLC ist. Was? Ich wollte doch gar nicht zu Quasir. Ich wollte doch... Na gut, dann bringen wir das Gift jetzt halt erst zu Quasir. Und dann machen wir das mit dem Poltergeist. Wenn wir jetzt schon einmal hier sind, kann man das auch gleich machen. So, haben wir jetzt halt gleich mal wieder einen Ladebildschirm. 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 Willkommen in Quasimodus Büro. Nicht Büro, Labor. Ach ja, ach ja, ach ja. Sei gegrüßt, mein Freund. Ja, mein Freund. Und jetzt wollen wir uns dein Mitbringsel mal ansehen. Ach so. Ja, ich leg's dir mal hier hin, ne? Jetzt lass mich schon sehen. Interessant. Das muss man sagen, wirklich brillant. Die Banditen haben eine Menge dazugelernt. Was ist das? Warte mal. Ich glaube, ich könnte... Moment. Lass mich mal was probieren. Ja, dann probier mal. Wie unfreundlich der auch ist. Aha. Oh, haben die sich gestritten, die Roboterarme. Sieh mal einen Rahmen. Das ist doch was. Ah ja, sieh an. Du hast mir da tatsächlich etwas äußerst Interessantes und sehr Mächtiges mitgebracht. Ich habe Tag und Nacht an einer neuen Waffe für den Widerstand gearbeitet. Eine Waffe, die selbst die Regierung das Fürchten lehren wird. Ich hatte bereits einige Erfolge bei der Injektion einfacher Nanotritketten in eine Versuchsperson, die deren direkte Kontrolle erlaubte. Allerdings nur für sehr begrenzte Zeit.
Und es besteht die Gefahr, dass es zu einer Nanotritenüberladung kommt und die Person einfach explodiert. Blutig und kurzlebig, aber trotzdem in seinen Parametern ziemlich beeindruckend, wirklich. Aber dieses Gift, welches du mir dankenswerterweise zur genaueren Untersuchung vorlegst, ist genau das, was ich zur Fertigstellung der Formel benötige. Warte mal einen klitzekleinen Moment. Ja, ich hab ja sonst nichts zu tun. Alter! Ja, das ist es. Perfekt, einfach perfekt. Also, lass mit dir die Sache nur noch kurz einpacken, dann kannst du sie haben. Das ist ein bedeutender Tag für den Widerstand, mein Freund. Ja, jetzt gib her. Alter, jetzt gib mir doch mal her. Hallo, ich will's haben. Hier sind sie. Ein paar Probeexemplare Hypnosebolzen. Genug, damit der Widerstand sie testen und ausprobieren kann. Dürfte kein Problem sein, die Formel zu replizieren und mehr herzustellen. Und jetzt kommst du ins Spiel, mein Freund. Geh zu meiner Freundin Elizabeth Cadence. Du findest sie in der Wellspring Bar. Bring ihr schnellstmöglich diese Bolzen. Sie steckt in Schwierigkeiten und wird sie brauchen. Hast du das kapiert? Okay, geheime Mission. Das ist ein bedeutender Tag für den Widerstand, mein Freund. Nimm diese Hypnosebolzen und suche Elizabeth Cadence. Sie wartet in der Bar Second Chance in Wellspring. Es gab Probleme und diese Dinger werden dringend gebraucht. Beeil dich, jede Minute zählt. Okay, nehme ich mal an. Aber nur ausnahmsweise. Gut, pass bitte schön auf dich auf. Die Bolzen dürfen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Beeil dich, jede Minute zählt. Ah ja, okay. Ja, ist ja gut, aber woher ist er, wieso vertraut der mir eigentlich? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso der mir vertraut. Ich meine, ich könnte jetzt ihn betäuben und sein Labor in die Luft sprengen oder was auch immer. Ich könnte, keine Ahnung, die Weltherrschaft mit Hypnosebolzen an mich reißen. Den Bürgermeister stürzen, den Sheriff stürzen, all solche Dinge halt. Und der gibt mir einfach solche, die wertvollen Hypnosebolzen mit. Ja, der ist ja lustig drauf. So, ich muss jetzt mal kurz hier. Okay. Dann sprinten wir mal schnell zum Auto. So, aber jetzt machen wir Poltergeist. Poltergeist, so. Dann fahren wir jetzt aber wirklich zu Hagger. Scorcher-Territorium. Das ist also hier schon. La. Ich frage mich, warum sie diese Kampagne schon am Anfang nicht gehabt haben. Ist jetzt das immer noch aktiviert? Ja, ist noch aktiviert. Sehr schön. Ich dachte schon, das wäre schon wieder weg. Nur weil zwischendurch mal die Quest hier mit Sally war. La, Vollgas! Okay. Alter, der Weg ist ganz schön weit. Wasted Territorium. Jetzt sind wir wieder bei dem bei den Anfangsbanditen. Ja, komm, geh mir nicht auf die Eier gerade. Ich hab grad was Besseres zu tun. Und zwar ein DLC spielen. Boah, Alter, ist der Weg weit. So, jetzt sind wir aber hoffentlich da, oder? Jawohl. Wir sind bei Hagger angekommen und ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und wir sollen zu Hagger wahrscheinlich gehen. Der steht da. Das speichere ich mal ganz schnell.
Speichervorgang. Ödlan! Ich kann gar nicht zu Hagar rein. Bevor ich da jetzt weitergehe, mache ich erstmal hier. Wo habe ich's denn? Sturmgewehr. Sturmgewehr tausche ich mal gegen die Armbrust. Und dann nehme ich mal noch hier, was ist das da? Scharfschützengewehr, Sturmschrotflinte, doppelläufige Schrotflinte. Dann nehme ich mal hier noch das Maschinengewehr für die Fäuste. Und dann verlassen wir mal und dann benutze ich mal, rüste ich erstmal diese hier aus. Und dann reden wir erstmal mit ihm hier. Falls du den suchst, er ist unterwegs. Ist noch Gunbarrel. Müsste ein paar Tagen wieder da sein. Hat gesagt, du wärst hier immer willkommen. Hast du sonst noch was zu sagen? Anscheinend nicht. Okay, wir müssen also jetzt hier die Höhlen betreten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mag es eigentlich gar nicht jetzt. Das wird bestimmt heftig. Hagar Caves. Überlebenstipp. Halte immer ein paar Bandagen bereit. Für den Fall, dass du wenig Lebensenergie hast und dich heilen musst, stand da wahrscheinlich. Du kannst deine Waffe im Sprinten weder abfeuern noch nachladen. Ah ja. Das ist ein sehr wichtiger Überlebenstipp. Den muss man immer für sich parat haben. Alter, wie sieht's denn hier aus? Also nur damit ihr es wisst, ne, das ist jetzt komplett blind hier, die Mission. Also die habe ich vorher auch noch nie gespielt, weil die ja erst rausgekommen ist, nachdem ich es schon mal durchgespielt hatte. Ach du Scheiße. Ich will nicht. Wo muss ich denn lang? Alter! Scheiße, bin ich jetzt tot? Ach nein. Nicht so. Ui. Oh la la. Oh nein, bleib bloß sitzen. So, so, du bist also Dans neuer Mann. Gut, wo du schon mal hier unten bist, könntest du mir helfen, den Grund für das Gewackel zu finden, bevor die ganze Siedlung einstürzt. Verdammt, noch ein Loch zum Stopfen. Die Zeit drängt. Schau nach, ob du da drin was finden kannst. Ich geh noch höher. Und hey, hier sind noch viel mehr Mutanten. Pass gut auf dich auf, ha? Ich heiße Sarah. Merkt ihr das? Okay, den Namen werde ich mir merken und erstmal danke, dass du mich gerettet hast. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie wir weitermachen. Wo wir denn jetzt hin müssen? Ich habe keine Ahnung, ich spiele das hier zum ersten Mal. Ach du Scheiße. Da was im Wasser? Ich kann nicht ins Wasser! Scheiße! Und ich kann hier nicht hochhüpfen! Und von irgendwo bin ich runtergefallen, aber ich sehe das Loch gerade nicht. Ach, Mensch. Okay, dann gehen wir halt einfach mal hier lang. Und ich hoffe, dass uns... Finde die Quelle der Erderschütterung. Ich habe keine Ahnung, ob es eine gute Idee war, hier reinzugehen. Ich nehme auf jeden Fall mal ein paar Pilze mit. Und dann, huch, was ist denn jetzt passiert? Da bin ich wohl aus Versehen auf den falschen Knopf gekommen. und weiter geht's. Ach du Scheiße.